Spiel 3. Das heißt, es ist das entscheidende Spiel darüber, wer darf seine Reise im Winner's Bracket fortsetzen und wer muss runter ins Loser Bracket. Okay, ja, Onkel, leider schaffst du das nicht ganz. Ja. Ja, stehe. Ah, okay, wir wissen schon. Das war ein Pendant auf Desert, das blaue, ein Red Crystal auf Eastern und ein normaler Crystal auf Hera. Eine doch recht häufige Verteilung, würde ich sagen. Ein Pendant, ein Red Crystal in der Light World. Sieht man öfter. Bekommen. Den Bogen. Gut, da muss ich ja jetzt sagen, die letzten vier Male, wo ich den Bogen am Start gesehen habe, hatten wir die Silvers innerhalb von 2 Minuten danach auf jeden Fall schon eingesammelt. Von daher bin ich mal gespannt. Schauen wir mal. Vor allem der Bogen zählt mit Silvers und noch nicht. Mit dem Hammer definitiv zu einer der schnelleren Waffen. Auch mit der 30 Munition, die man zum Start bekommt, kann man auch ordentlich ein bisschen verschießen. Ein bisschen Bomben farmen. Das definitiv. Neben dem Hammer, wo man sich vielleicht mit der Hitbox manchmal nicht immer ganz so sicher fühlt, hat man mit dem Bogen und den 30 Pfeilen doch ein wenig mehr Spielraum vielleicht. Gerade wenn man noch nicht so erfahren ist. Oh, und da sind die Bomben. Nice. Ja, ein früher Bogen, dass der nicht trollt. Bomben direkt in den Kisten. Als Runner ist man dann immer relativ erleichtert. Das heißt, wir werden noch beide jetzt durchs Escape schweben sehen. Da wird nicht mehr viel gefarmt. Da wird durchgeexecutioned. Ja. Wird sehr interessant zu sehen sein, ob dann einer der Runner hier vielleicht die paar Sekunden sich spart, die der andere mehr machen muss. Shine Dragon zieht im Moment doch ganz klein wenig vor. Ja, Annie hat leider 2 Pfeile verschossen. Hat den Green Guard nicht ganz so sauber getroffen wie Dragon. Ja, Andy fängt auch ein bisschen später an mit den Pfeilen gegen die Ball and Chain Guard. Ja, wie der Chat schon anspricht, der Gewinner darf gegen den Sieger von Yoshi und Shiva Hayes ran. Wird auch ein interessantes Match. Ja. Da wird es vielleicht schon übermorgen eine Entscheidung geben, denn zwischen den beiden findet, soweit ich weiß, Sonntag oder morgen sogar das zweite Match statt. Ich bin der Meinung, es war Sonntag. Ja, ich ja auch. Also Sonntag, also am Sonntag. Ja. Die Entscheidung da wird auch definitiv, wenn sie nicht in Game 2 fallen sollte, direkt im Anschluss in Game 3 ausgespielt werden. Das ist korrekt. Genau, da bestätigt Yoshi nochmal. Sonntag, 18.30 Uhr. Und währenddessen Andy wieder ein bisschen aufgeholt hat. Ja, nun mit dem Bogen. Beide nur noch mit 15 Pfeilen unterwegs. Aber jetzt bleibt eigentlich auch nur noch die eine Ratte mit dem Key, die man töten muss. Und da sollte es doch durchaus ausreichen. Half Magic in the Dark Cross.
Ich bin tatsächlich ein riesen Fan von Half-Magic, also. Sie macht doch vieles viel, viel angenehmer. Gerade sobald man die Fire Rod findet. Auf jeden Fall. Perfektes Snipe hier von Dragonstrike. Bekommt er den Sub 6 Escape hin? Na, Andy trifft nicht ganz. Da ist der Schlüssel. Was hat unser Backup Escape diesmal gelagert? Ein wenig Liebe und eine Karte. Also die Bomben diesmal nicht ganz so wichtig. Aber nicht so schlimmer, als immer im Hinterkopf zu haben. Da sind noch diese drei Truhen im Escape. Und mein Gegner hat bestimmt die Bombe bekommen. Ja, das ist immer sehr unangenehm, wenn man die nicht bekommen kann. Zumal es auch ich schon auch schon Back of Escapes erlebt hatte, da hatte ich ein komplettes Turtle Rock Starter Paket in Back of Escape versteckt gehabt. Eieiei. Und es ist tatsächlich Dragon hier ein 55 Escape, aber auch Andy mit einem 64 Escape. Ja. Aus dem Escape raus haben wir nun die erste Möglichkeit zu sehen, ob die Runner unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ich bin mal gespannt, wie schnell sich die Runner auch entscheiden, Eastern zu clearen, denn ich weiß, beide beherrschen ihre Dark Rooms. Eastern ist ein Crystal, wir haben den Bogen, let's go! Und Annie ist anscheinend daran interessiert, sich ein wenig Geld zu verdienen. Annie? Ja, das sieht nach dem Julian aus. Während Dragonstrike den direkten Weg Richtung Lostwoods angetreten ist, ohne den Lumberjack-Check zu machen. Nur ganz wenig Geld, ganz bisschen Geld findet. Und sich dann offenbar Richtung Eastern aufmacht. Interessante Entscheidung, bisschen ungewöhnliche Route. Ja, so früh Kakariko und Southshore zu checken. Ich hätte halt vielleicht... ich kann sie tatsächlich verstehen, die Entscheidung von Dragonstrike, aber... ich wäre vielleicht doch zum Damm gegangen, weil vielleicht finde ich da die Lampe, die natürlich Eastern um einiges einfacher macht. Danke, Andy, für die Demonstration. Ja, also mit dem frühen Bogen tendiere ich auch gerne mal dazu, Eastern etwas früher zu machen, als ich das sonst gerne mache. Ich lasse sonst Eastern mal gerne komplett weg. Aber dann checke ich doch vorher immer noch gerne mindestens entweder Kakariko oder Southshore, um vielleicht irgendwie die Lampe zu finden. Von daher... Ja. Also ich meine, dass das beide hier interessanterweise Kakariko skippen. Also ich meine, ist... viele Runner gehen ja in letzter Zeit auch weg von diesem Standard-Shit, möchte ich es mal nennen, ne? Also Standard immer Kakariko, Southshore und da mal gucken, ne? Ja, im Endeffekt kennen sich die Runner natürlich auch schon etwas länger und wenn sich eine Route standardisiert und... Oh. Fire Rod Spiegel... Das ist Hypecave 2.0. Und noch ein Buch. Und Annie skippt hier Ice Rod Cave. Ja. Wird sie jetzt vermutlich Richtung Eastern aufmachen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, und wenn er da dann auch seine Gloves findet, hätte er bis auf die Boots alles, um ein Pendant Desert zu clearen. Wir können auch Hera clearen. Wir haben den Spiegel. Wir haben ein Glove Upgrade, wir haben die Lampe, wir haben den Spiegel. Es riecht schon so ein bisschen nach Dead Mountain. Das durchaus. Interessant wäre dann nur zu sehen sein, ob einer der Spieler
tatsächlich darauf gambelt, ob die Eastern Area nicht vielleicht den Hammer oder den Hookshot noch gebunkert hat, um auf die Ostseite von Death Mountain rüberzukommen. Apropos Hammer, wie unser Tracker Illus auch anmerkt, wir brauchen natürlich auch noch eine Waffe, um Moldorm zu entrollen. Das stimmt. Die Armor Knights können wir mit dem Bogen relativ gut machen. Moldorm eher nicht. A bottle and a heart container, okay. Damit ist unsere Red Bomb erstmal relativ uninteressant geworden. Annie wird jetzt hier allerdings einen kleinen Lampenvorteil haben, weil natürlich auch, wenn man die Darkrooms relativ sicher beherrscht, es dauert im Dunkeln doch immer einen kleinen Ticken länger. Ja, der erste Darkroom in Eastern vielleicht noch nicht so viel mehr, denn der ist doch relativ geradlinig auch im Dunkeln zu machen. Aber spätestens auf dem Weg zum Boss kann die Lampe dann zeigen, wie viel schneller dann doch etwas Licht die Sache machen kann. Oder zumindest der Fire Rod. Der ja. auch sehr hilfreich gewesen wäre, um zumindest die Torches anzuzünden. In der Big Chest jetzt aber auch nur ein bisschen Geld. Eastern bisher nicht wirklich sehr ertragreich. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. War da jetzt noch ein Item auf Amos? Ich bin mir nicht sicher. Oh, da ist der erste Igor gepult. Da ist der Schlüssel. Gesammelt. Ah, wunderschön von Dragonstrike gemacht. Da gab es sogar einen Feentrop. Oh. Sehr praktisch. Nimmt auch nochmal alle Pfeile mit, die ihr auf dem Weg findet. Sehr souveräner Darkroom hier von Dragon. Ja, die Eastern Darkrooms noch mit die einfachsten. Wenn man das schon oft gemacht hat, dann kommt man da auch mal gut durch. Aber hier diese kleinen Tangelas nur mit dem Bogen zu besiegen, ist auch ziemlich nervig. Das ist wahr. Es ist schon immer wieder interessant, wie viel doch das Fighter Sword einem das Leben erleichtert im Vergleich zu Swordless. Perfekter Quick Kill hier von Dragon. Und der erste Kristall nach nicht mal 14 Minuten. Nach 13 Minuten. Ja, sieht man nicht oft. Allerdings ist ein Bogenstart bei zufälligen Waffen mit einem Crystal Easter natürlich prädestiniert dafür, für einen sehr frühen Kristall einzusammeln. Ich nenne sie Tangelas. Sie sehen aus wie Tangelas. Ja, sie haben zumindest eine gewisse Ähnlichkeit damit. Auch wenn sie offiziell Popos heißen, warum auch immer. Ja, wen interessieren schon offizielle Namen und der offizielle Sprite, den der für das Spiel gedacht ist. Wenn man da so viel schönere Sachen und schönere Namen für diese Sachen haben kann. Oder wollen wir am Ende Misery Mire tatsächlich Wüstenseepalast nennen? Bitte nicht. Naja. Auf jeden Fall haben wir das Powder auf im Race Game gesehen. Auch eines der Items, das relativ nett zu haben ist. Einfach um sich später im Spiel, wenn dann die ganzen Anti-Fairies auftauchen, sich immer mal wieder einen Free Heal zwischendurch holen zu können.
Besonders in Thiefstown oder in Turtle Rock. Sehr praktisch. Während Annie auch seinen ersten Kristall circa 2 Minuten später krabbelt. Oh. War das ein Schwert? Das war ein Schwert auf der Library. Da. Wer hat das denn da oben liegen lassen? Eieiei. Also kann man davon ausgehen, dass doch die Runner, sollten sie die Boots finden, doch irgendwann nochmal bei der Library vorbeischauen wollen, während Drake Strike in der Taverne die Flöte findet. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich schneller gewesen wäre, erstmal nach Kakariko zu gehen. Es ist halt immer so eine Sache, ne? Man hofft natürlich außerhalb von Kakariko, oder also Kakariko in einem Abwasch zu machen, vielleicht eine Flöte und eine Flasche zu finden. Manchmal findet man sie halt auch direkt in Kakariko, das weiß man halt nie. Das weiß man bei der zufälligen Verteilung der Items nicht. Das ist der Kern eines Randomizers. Von daher ist es immer wieder interessant zu sehen, welche Entscheidungen die Runner treffen und wie sie sich auszahlen. Also für Annie hat sich die Route auf jeden Fall ausgezahlt, möchte ich mal behaupten. Das auf jeden Fall. Und es macht Dead Mountain jetzt halt nochmal um vieles attraktiver einfach. Also ich schätze, dort werden wir unsere nächste Progression-Line finden. Und hier gibt's irgendeine Waffe, sei es vielleicht ein Schwert, ein Level-1-Schwert, vielleicht ein Hammer. Es reicht ja auch schon, wenn wir einfach nur die Boots finden, weil wir dann wissen, wo wir das Schwert bekommen. Oder zumindest Dragon weiß es schon. Und natürlich schon Boots haben dann. Early Boots sind immer nice. Eine Flasche bei Dragon, während Annie den Hookshot findet, zusammen mit Quake bei Blind gebunkert. Dead Mountain, ich höre dir trapsen. Und es gibt sogar die Flasche, es gibt die Flöte, also was für ein freundlicher Seed heute, meine Güte. Kriegt man ja den ganzen guten Shit am Anfang direkt. Ja. Es fühlt sich schon wieder so ein Seed an, wo es am Ende dann darauf hinausläuft, okay, wir haben nach 40 Minuten alles bis auf den Ice Rod. Die Suche geht los. Der ist natürlich ein Turtle Rock. Es macht den Anschein so. So, hier High Five. Und oh, ein Schwert. Unser erstes Schwert. Und für Dragon geht es zum Damm. Ne, erstmal in die Wüste. Mit der Flöte Jacks, die man auf jeden Fall mal mitnehmen kann. Oha. Da liegt ein Master Sword in plain sight. Ja, und das Schwert auf der Library wird langsam etwas uninteressanter. Na, ich würde mal sagen, wenn ich bis dahin noch mit Master Sword rumlaufe, ja, ein Tempered kann man sich schon gönnen, also. Ja, aber es ist nicht mehr ganz so sicher, dass sich die Runner das noch abholen würden. Weil die Sicherheit zu wissen, wenn man nur mit Fighter Sword unterwegs ist, okay, ich kann mir mit dem Boots jederzeit das Master Sword holen. Dann würden die Runner definitiv nochmal irgendwann vorbeikommen und nicht zu sehr nach einem anderen Schwert suchen. Aber auf der Desert Edge das Schwert werden sie mit höchster Wahrscheinlichkeit eher einsammeln. Gehe ich tatsächlich auch von aus, je nachdem, wie schnell man dann die Titans findet, denn die brauchen wir. Wir haben ja das Buch, stimmt. Aber ich würde eher auf die Titans warten. Weil einmal durch einen Pendant Desert zu laufen, ich weiß nicht, ob schon so früh die Zeit tatsächlich wert ist. Nein. Auch wenn
Auch wenn Moldom nur mit dem Zahnstocher ein bisschen unangenehm ist. Ja, das ist vielleicht so die eine Sache, aber mit dem Hookshot würde ich trotzdem eher erstmal das Eastern Play mir anschauen. Vielleicht findet man den Hammer da oben irgendwo. Mit dem geht Moldom dann auch doch einiges angenehmer. Und auch mit Master Sword ist Moldom jetzt noch nicht ganz so einfach. Stimmt, wir wissen ja schon, dass Turtle Rock unser Green Pendant ist. Ha! Oder? Ja. Doch, wissen wir. Und hier kommt die Flöte. Zur 1, wie erwartet. Einmal Gary nach Hause bringen. Dragonstrike holt währenddessen erstmal die Ice Rod Cave nach. Mit der Flöte natürlich auch ein bisschen angenehmer als ohne, da man sich einen Teil des Weges gleich mal direkt spart. Herzrefill. Handy. Auf jeden Fall ganz nett. Wenn der alte Mann uns mit ein wenig Geld dankt, dafür, dass wir ihn aus den Höhlen gerettet haben. Er schafft es aber auch immer wieder, sich zu verirren. Eieiei. Ja. Annie hier tatsächlich ein bisschen an Dragon vorbeigezogen, aber das hat noch überhaupt nichts zu sagen. Andy checkt hier auch ein Spectacle Rock Item aus. Geht nicht direkt dahin, um sich den hinten noch zu holen. Mache ich auch ganz gerne mal, wenn ich mit dem Spiegel eher Richtung Hera unterwegs bin. Genau, da kommt der Map-Check. Unser anderes Pendant ist tatsächlich Maya. Unser andere Red Crystal war Eis. Also die frühe Flöte nicht unbedingt benötigt. Nee. Kann natürlich entweder heißen, okay, in der Maya Area ist was, denn Access to Desert haben wir mit dem Buch. Interessanterweise der Cane nicht required bis jetzt. Ja, zumindest nicht, um Ganon's Tower zu betreten. Das wird vielleicht so ein Schrödingers Cane. Thanks Game. Ja, da kommen schon wieder die klassischen Hints. Hier ist ein Hinweis darauf, was du vor 5 Minuten gemacht hast. Ja, manchmal führen uns die Hints zurück in unsere Vergangenheit. Und Annie sich jetzt gleich anscheinend eine Kaffeepause gönnen möchte. Ja, beim ersten Mal nicht ganz geklappt. Auch beim zweiten Mal nicht. Eieiei. Ja. Eine aktivere Kaffeepause für Annie. Ich hätte einfach eine Bombe gelegt, tatsächlich. Ja, wenn man den Cane nicht hat, ist das auch meine präferierte Art, hier den Schalter zu bedienen. Boah, ich weiß nur nicht, ob ich Aga nämlich schon ausrufen würde. Genauso wie Strang gemacht hat, er gönnt sich die Kaffeepause. Wir haben noch so viele Checks tatsächlich, also ich möchte Aga nämlich tatsächlich noch nicht ausrufen. Na. Ja, wir haben auch Full Access to Desert, also das sind auch nochmal 2 Items. Potenziell, abhängig davon, ob wir die Boots für irgendwas benötigen.
Ja, aber noch haben wir mindestens 8 Truhen auf der Ostseite von Death Mountain zu checken. Wo wir dank dem Rückenschritt hin können. Vielleicht haben wir auch eine Vanilla Pearl. Auch das ist noch möglich. Ja, das heißt, es ganz unten, Annie. Es haben Arrows in the Chest, okay, also Lunchbox heute, nein, danke. Und da ist das zweite Item aus Hera. Ja. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich das Ganze noch zu einem Ärger sieht. Hinentwickelt. Es hat bisher auch keiner von beiden den Lumberjack-Check gemacht, wenn, soweit ich mich erinnere. Wenn es aber tatsächlich ein Ärger nehmen sieht, würde ich mir auch die Zeit nehmen, mir das Masterswort noch zu geben, also. Ja gut, also im Moment ohne Kay müssen wir sowieso erstmal das Mastersword auf Desert holen, um überhaupt zu Ärger zu kommen. Da sprichst du wahre Worte. Ansonsten können wir nicht durch die Barriere durch. Ah, ein bisschen Probleme mit Moldorm. Da ist die Rage-Phase. Ja, der Vanilla-Moldorm-Kampf mit vielleicht ein bisschen mehr Herzen als im normalen Spiel, aber angenehm ist er trotzdem nicht. Und der zweite Tristan nach 26 Minuten. Für Annie. Und Dragonfell. Eieiei. Der Kampf ist auch sehr, sehr eklig. Ja, man hat keine Chance, die Rage-Phase zu vermeiden mit dem Fighter Sword. Und manchmal will unser geliebter Trolldorm dann einfach nicht, dass man auf der Plattform bleibt. Ja. Der Kampf sieht vielleicht auf den ersten Blick relativ einfach aus, aber jeder NMG-Runner wird mir bestätigen, er ist alles andere als einfach. Ja, wir sind hier East Dead Mountain, bisher relativ leer. Silvers! Etwas später als ich vermutete. Und die Boots. Da sind sie. Early Tempered? Also jetzt. Gerade auch, wo keine weitere Progression auf Death Mountain sich zeigt, außer Spiral Cave hat noch was, wo es auch ganz angenehm ist, die Boots noch vorher bekommen zu haben. Dass man den Walk of Shame nicht antreten soll. Floating Island heute mit Zipfeilen. Ich glaube, die werden wir uns nicht holen. Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass einer der beiden Runner so dringend Pfeile benötigt, dass er extra den Weg durch den Hookshot Cave zu diesen 10 Pfeilen antreten wird. Da ist die Pearl. Und die Moon Pearl. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir im Desert noch ein Hämmerchen finden oder vielleicht Vanilla Gloves. Ja, interessant wäre es auf jeden Fall. Ich bin immerhin froh, dass das kein Seed ist, so wie gestern das Daily Open, wo die Sequence zu der Moon Pearl echt das allerletzte war.
Aber jetzt können wir eigentlich schon darüber sprechen, was uns denn... uns fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Und fehlen natürlich noch die Mids, der Hammer und die Flippers. Mehr fehlt uns tatsächlich gar nicht. Denn wir brauchen theoretisch kein Medaillon. Also von der Theorie her fehlen uns noch genau 3 Items. Nach 30 Minuten. Ja. Aber ohne Dark World Access bisher mit den Boots und dem Wissen, dass Aga machbar ist, holt Annie den Check, den Lumberjack-Check nach und findet heraus, dass dort ein Mail-Upgrade liegt. Kann man sich vielleicht gönnen, wenn man tatsächlich Aga machen muss, ansonsten fürchte ich, dass wir heute auf die Red Mail verzichten werden. Also mindestens auf die Red Mail. Während die Bonkrocks nur unser Portemonnaie etwas weiter füllen. Auch nicht die Progression, auf die Dragon gehofft hatte. Aber ja, bleibt eigentlich fast nur noch Desert. Wenn man sich nicht entscheidet, einen Fake-Flipper zu machen jetzt mit der Moon Pearl. Oh ja, die tatsächlich aber schon den Waterwalk aufgesetzt. Ja, wie gesagt, also von der Theorie her fehlen uns tatsächlich nur noch 3 Items und wir können durchziehen. Ist er dann vielleicht ein bisschen dem Expert-Seed nah? Ja, aber Dragon setzt hier auch den Waterwalk auf. Ja, nichts ist schlimmer, wenn man jetzt etwas auf der Soraledge sieht und weiß, man hätte da theoretisch jetzt schon rankommen können. Dragon geht ja auch kein Risiko ein. Einmal eine Bombe zum Setup, der perfekte Fake-Flipper. Und auf geht's. Das funktioniert, indem man sich praktisch einen von beiden Fake-Flippern, also Waterwalk oder Fake-Flipper, speichert. Indem man den Waterwalk aufsetzt, aber dann einen Fake-Flipper macht und sich sozusagen den Waterwalk speichert. So kann man dann, sollte etwas auf der Soraledge liegen, auch ohne Flippers an das Item rankommen. Ja, erfordert in diesem Setup auf jeden Fall die Moon Pearl, damit man seinen Fake Flipper aus der Waterfall Fairy in den Waterwalk umwandelt, um den gespeicherten Waterwalk nicht zu verbrauchen. Dass man dann im Zweifelsfall den Wasserfall nach unten springen kann, um den zweiten Waterwalk zu aktivieren. Aber in dem Fall ist er nicht nötig, denn auf der Soraledge lag nur ein Rubin und Sora gibt jetzt auch nur eine Live-Lesson. Ist es eine Live-Lesson? Ich glaube, das ist eine Live-Lesson. Ja. So. Ja, aber der Hammer lässt weiterhin auf sich warten und beide Runner jetzt auf dem Weg zu Pendant Desert. Mal sehen, was wir hier haben. Beide haben zumindest ihr potenzielles Tempered gesehen. Der ist interessanterweise aber nicht bootslocked. Da ist schon mal Item Nummer 1. Die Hinweise wieder on point mit der Fähigkeit, dir Hinweise darauf zu geben, wo das Item ist, das du brauchst, um den Dungeon zu betreten. In dem du, by the way, schon bist. Ach ja, ich liebe solche Hints auch immer.
Ja, sie sind doch erstaunlich häufig. Ein weiterer dieser Hints, den ich sehr, sehr mag, ist der Meier-Hint. In Meier selber, wenn du kurz davor bist, die Cutscene-Chest zu öffnen und du erfährst, okay, da war sowieso nichts drin. Und ein Item ist auf Lemmo. Oh. Das wird jetzt interessant sein, ob da eine oder ob da die Spieler sich entscheiden, okay, gehe ich noch für das Item und hoffe, es ist ein Hammer oder ein Glove-Upgrade oder akzeptiere ich das Schicksal, nehme das Schwert mit und gehe zu Agar. Na, Dragon scheint sich zumindest seinen Master Sword abzuholen. Mal sehen, ob er sich auch vor Tempered gönnt, sollte es zu Agar kommen. Aber er scheint Richtung Lenmo zu stiefeln. Kann ich verstehen. Allerdings mit der Moonpearl schon im Gepäck wäre ich wahrscheinlich eher dafür gegangen zu sagen, okay, ich lasse Lenmo weg, ich gamble, dass das eine Item nichts ist und baue eher darauf, dass ein Pendant Pot vielleicht die Lösung ist. Ein Pot die Lösung ist, ein Crystal Pot. So. Ich meine, mit dem Bogen, selbst wenn er bootstocked ist, kommen wir definitiv weiter rein. Was macht Annie da? Annie? Da hat der Spin-Speed nicht so ganz geklappt. Oder der Hookshot-Speed. Ja, aber beide Spieler auf dem Weg zu Lenmo wollen kein Risiko eingehen. Oh, nur ein Herz. Haben wir noch was übrig? Haben wir irgendwas noch nicht gesehen? Überlege ich gerade? Ich überlege auch gerade, mir fällt spontan nichts ein. Aghanimit ist, oder? Würde auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich. Wir haben die Bonk Rocks gesehen, wir hatten den Dumbledore Check. Und den Wald dazu, Kakariko und alles haben wir komplett alles gemacht. Jo, Aga 1. Wir haben Bogen gesehen. Auch wenn der außerhalb der Logic ist. Also auch keine Sequence Breaks hätte zu irgendwas geführt. Und Dragon entscheidet sich hier nur mit dem Master Sword. Kein Interesse am Herzcontainer. Dieser Disrespect von Andy. Aber natürlich mit den Silvers geht es ja auch ohne Tempered relativ zügig. Ja, die Silvers machen das Spiel doch deutlich einfacher, da man damit fast alle Gegner sehr leicht töten kann. So, jetzt dürfen wir hier circa 3 Minuten Agar Tower genießen. Und wir können ja schon mal das Blue Ball Guessing Game eröffnen. Eine Zahl zwischen 1 und 15. Wie viele Blue Balls werden uns heute entgegengeworfen? Oh. Annie holt nochmal die Checks im Brunnen und eventuell in Blind City nach, da er am Anfang nicht genug Bomben hatte, um alles aufzusprengen. Habe ich so am Rande noch bemerkt, aber ist mir leicht entfallen, dass ihm das tatsächlich ja noch 2 Checks offen hält, eventuell. The Cannon of Burners sind Hookshot Cave, okay. Interessant zu wissen. Würde bedeuten, falls man nach Turtle Rock rein muss, haben wir auf jeden Fall logischen Zugang zur Laser Bridge. Und Andy gönnt sich hier das Tempered noch, bevor er den Agar Tower erklimmt.
ja, wenn er die Checks noch offen hatte, macht das auf jeden Fall Sinn, wenn er eh schon hier ist, jetzt das Schwert mitzunehmen. Es ist doch mit vielleicht der größte Unterschied, den es gibt, von Master auf Tempered Sword abzugraden. Ja. Weil viele der Gegner dann mit nur noch einem Schwert gekillt werden können. Und gegen viele Bosse um einiges einfacher wird. Ja. Weil im Chat gerade gefragt wird, ja, beide müssen sogar Master Sword haben, denn heute gibt's kein Cape Arganim, sondern heute machen wir es Vanilla und öffnen die Barriere mit unserem Master Sword. So wie es vom Spiel eigentlich auch vorgesehen ist. In Andys Fall ein bisschen anders schon mit dem Tempered, aber da sind wir jetzt mal nicht so streng, ne? Das war schon mal der erste. Der zweite gleich hinterher. Ah. Der dritte nicht. Damit ist die legendäre 15 auch schon wieder vom Tisch. Ja, bis jetzt nur zwei. Komm, Aga, gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Da ist Nummer drei. Bitte. Und bei drei wird es auch bleiben, wenn ich richtig mitgezählt habe, denn wir sollten inzwischen bei 5 Treffern sein. Und der nächste wird ein garantierter normaler Schuss werden. 3 Blue Ball, it is. So, wir haben jetzt eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten. Wir könnten uns Pot anschauen. Wir könnten, ich denke, was Dragon auch macht, natürlich erstmal Thiefstown und uns als Mottenbeseitiger empfehlen. Ja, es scheint eher so zu sein, dass er auf jeden Fall erstmal Catfish aus dem Weg haben will. Ich meine, vom Routing her ist jetzt der Moment, wo man gerade am nächsten wieder rankommt. Wenn man sich auf den Weg macht nach Thiefstown. Gerade wenn man die Sora-Area schon komplett geklärt hat und es keinen Grund gibt, da vielleicht später nochmal mit dem Spiegel zurückzukehren. Ja, Illus, unser Tracker, hält nicht viel vom Pot, weil er dort immer wieder den Bogen findet. Oh. Und Ether auf Catfish. Er passt Vanilla, aber stimmt nicht ganz. Wir haben jetzt schon 2 von 3 Medaillons gesehen. Ja, jetzt und muss man wir das haben eine frühe Flöte gehabt. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber Dragon Strike hier mit einem angenehmen Routing durch die Dark World, das sowohl Graveyard Ledge als auch King's Tomb in eine Route einschließt, wo er auf jeden Fall sowieso lang muss. Sollte nicht der Hammer jetzt in Pot selber sein? Na, also ich weiß nicht, ob ich Pot gegangen wäre, weil Pot hat ganz gerne tatsächlich immer mal was, aber ist natürlich verständlich, wenn man erstmal zu den Dungeons geht, die man sicher clearen kann. Auch dazu gehört Thiefstown, auch wenn ich weiß, einige gehen ohne Hammer nicht gern rein, aber man kann ihn auf jeden Fall voll clearen. Also ich bin da immer jemand, der sehr wenig Hemmungen damit hat, in Thiefstown ohne Hammer reinzugehen. Weil die Fälle, wo dann in der großen Truhe tatsächlich auch noch ein Item war, was dann auch noch wichtig war, sind bei mir doch bisher sehr überschaubar gewesen.
Und meistens, wenn in der großen Truhe dann etwas war, hatte ich den Hammer bereits, als ich zu Thiefstone rein konnte. Ja, natürlich besteht die Gefahr immer, dass was in der Big Chest ist, aber... Währenddessen sich Anne hier tatsächlich für das Potplay entscheidet. Auch gefällt mir tatsächlich erstmal Skavuz zu machen, denn sollte hier der Hammer sein. GG. Definitiv. Außerdem, es ist ein Crystal. Wir haben den Fire Rod, wir können den Dungeon komplett abschließen. Vor allem auch, wir haben Tempered, wir haben Half Magic, also... mehr ja, kann man sich eigentlich kaum wünschen. In Dragons Fall haben wir tatsächlich nur das Master Sword bisher. Der hat das Tempered noch nicht eingesammelt. Das wird wahrscheinlich auf seinem Weg durch Village of Outcasts dann mit dem Spiegel passieren. Stimmt. Ja, Kermit, also bisher sieht es so aus, als ob Dragon die Nase ein bisschen vorn hat. Ist natürlich aber wie immer abhängig davon, was finden die Runner jetzt in den jeweiligen Dungeons, die sie entschieden haben, anzugehen. Unique Items in Paradox Cave. Ah. Denn sollte es tatsächlich so sein, dass der Hammer sich in Pot befindet, kann ich mir vorstellen, dass das Annie doch sehr in die Karten spielen wird. Das ist der Big Key. Ja, so ein Vanillehammer. Ich weiß nicht, welche Vanille-Items ich tatsächlich am schlimmsten finde. Ich bin auch mal so Hammer. Na, obwohl, andererseits ist Hammer gar nicht so schlimm in Pot, finde ich. Eigentlich nicht, gerade wenn man schon Spiegel und Bogen hat. Für den Big Key muss man meistens doch den... Dungeon komplett voll clearen. Währenddessen wir hier unsere Medaillensammlung vervollständigen. Ja. Es wird interessant zu sehen sein, wenn denn jetzt eines unserer Progression Items doch weiter auf sich warten lassen sollte. Wann und wiefern einer der Runner sich dazu entscheidet, vielleicht doch einen der beiden Pendant Dungeons nochmal zu dippen. Und vor allem welchen? Ich meine, ist die Frage, wenn man kein Cane bis dahin hat, schließt das Turtle Rock natürlich von vornherein aus, aber angenommen, man hat den Cane, wo geht man hin? Folgt man da der frühen Flöte? Mit einem sehr sauberen Mortula-Kampf findet allerdings nur ein Herzteil auf der Motte selber. Aber sammelt dadurch dann auch seinen dritten Crystal im Händchen mal ein. Und portiert sich ein bisschen. Ja. 50 Rubine jetzt nicht unbedingt das, weswegen man hier ist. Da ist der Big Key. Und noch ein bisschen mehr Geld. Das ist das dritte Item. Oh, ein Patchek. Wenn man gerade in Skywoods ist mit dem Spiegel, ist jetzt der Moment, wo es sich anbietet, um herauszufinden. Just a little piece of love. Dum 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 dum. Rip Pet. Ja, also ich meine, wenn man mal realistisch drauf schaut, für das Pet hätten wir auf jeden Fall noch den Cane und den Ice Rod gebraucht, damit da überhaupt etwas drauf sein kann.
Und ja, und vor allem was? Also es wären maximal die Flippers. Ja, maximal die Flippers ja. hätten da drauf sein können. Und Pot ist empty. Pot completely bust heute. Genauso wie Skywoods. Damit würde ich trotzdem sagen, das war definitiv ein Vorteil für Dragon, der, wenn er den Hammer dann findet, Pot mehr oder weniger go-moden kann. Was sollte er keinen Hammerjump ansetzen, ihn zumindest das Dark Mace ersparen wird. Da sind die Mits. Fehlen noch zwei Items. Fehlen noch ein Hämmerlein? Und... die Flippers. Flippers. Ich weiß nicht, ob wir jetzt theoretisch... was mir jetzt auch gefallen würde tatsächlich, ein Fake-Flipper nach Eis. In Eis kann nichts mehr sein. Vielleicht ein Kane maximal. Aber man könnte Eis schon mal go-moden. Ist es nicht noch theoretisch möglich, dass der Hammer in den ersten beiden Truhen in Eis auf sich warten lassen kann? Wenn man den Hammer hat, natürlich. Wäre natürlich interessant zu sehen, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist. Aber da finden wir auch die Blue Mail und spätestens jetzt, wenn noch irgendjemand irgendwelche potenziellen minimalen Hoffnungen gehabt haben sollte, dass wir uns auch noch die Lumberjack Ledge anschauen, uns die Rüstung holen. Wer braucht schon Red Mail? Wie unser Onkel ja immer schon sagt, Red Mail ist for cowards. Ja, und diese beiden Runner sind definitiv erfahren genug, damit man sagen kann, die Red Mail brauchen wir nicht. Ich meine, ich würde sie mir vielleicht noch holen, wenn ich eh weiß, dass sie da ist. Ja, ich sag mal so, angenommen, wenn ich jetzt bei der Anzahl an Herzen bleiben würde, würde ich vielleicht darüber nachdenken, aber... puh. Ich meine, mit Blue Mail bin ich in der Regel wirklich, wirklich zufrieden. Ich weiß, wo mein Tempered ist. Dragon weiß, wo es ist. Annie hat es, also... wir haben die Silvers. Genau, also... aber Dragon muss hier trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja, aber nimmt sich umgehend das Puder und holt sich die Fee. Ja, es ist manchmal nicht ganz so angenehm, dieser Raum. Selbst mit Boots. Grumble, grumble. Ja, unsere Hints... absolut enttäuschend heute bisher. Oh, wir sind hier Bumper Cave. Die Bumper Ledge. Ja. Nur man ist sowieso gerade auf dem Weg hier. Und mit dem Wissen, dass Annie hat, dass auf Lumberjack die Blue Mail liegt. Und wenn man denn gerade schon mal hier ist und Aga eh schon gemacht hat, wäre das natürlich noch eine gute Möglichkeit, sie einzusammeln. Wird sich wahrscheinlich dann, wenn er oder sobald er in Deep Stone reingeht, sicherlich sehr ärgern, wenn er die Red Mail findet und weiß, okay, Lumberjack hätte man sich auch sparen können. Jetzt kommt es drauf an, wo ist der Hammer? Sehen wir tatsächlich einen Eishammer? Einen Hammer in Eis? Es wäre schon... eine der fieseren Situationen, die sich der Seed noch ausdenken kann. Aber ein Go-Mode-Hammer. Ich meine, der Ice Rod in Thieves Town bedeutet jetzt nicht unbedingt viel mehr als das. Die Flippers sich jetzt auch auf Trinex befinden könnten, potenziell.
Ich meine, so wie ich das Ganze einschätze, also ich sehe die Flippers ehrlich gesagt irgendwo in Turtle Rock. Leider. Ich kann es mir gut vorstellen, das sieht, lässt sich tatsächlich ein bisschen so an. Aber noch haben wir einige Sachen offen und auch die Flippers können doch an sehr vielen Orten sein. Er ist ein bisschen außer Skript gekommen, aber trotzdem. Ja, zeigt auch seine Freude, indem er nochmal ein Feuerwerk zündet. Dafür, dass das Skript ihm so gut gelungen ist. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir tatsächlich ein Item in der Big Chest. Oh, Andy wird hier vom Wallmaster gegrabt. Ja, ich meine, die Big Chest in Thief Town ist natürlich auch hammerlocked. Das heißt, auch das könnten für uns wieder erstmal nur die Flippers sein, wenn sie von Bedeutung ist. Es sei denn, es ist etwas, das dann tatsächlich zu den Flippers führt. Wie ein Cane. Oh, wir sehen hier bei Dragon den einen Bumerang. Manche sagen, es ist der beste, manche sagen andere Dinge. Ja, ich persönlich bin doch ein etwas größerer Fan vom roten Bumerang als viele. Einfach wegen der höheren Reichweite und der etwas höheren Geschwindigkeit. Das Lag stört mich jetzt dann meistens doch nicht so selten, wie ich ihn einsetze. Ah, keine freundliche Motte, aber auch Annie. Einmal Motte zu mitnehmen. Mit dem Tempered Sword. Eigentlich kaum mein Problem. Mit Blue Mail. Naja, aber man muss bedenken, weil Kermit das anspricht, natürlich muss Dragon all das, was Annie im Pot getan hat, natürlich auch machen. Das ist Zeit, die Annie natürlich gleich sparen wird. Also, ja, es ist ein bisschen Zeitverlust, aber nicht so groß, glaube ich, wie es jetzt vielleicht schon aussieht. Naja, also den Big Key aus dem einen Darkroom muss Dragon natürlich holen. Wie gesagt, es ist immerhin die Möglichkeit, dass er Dark Maze komplett weglassen kann. Was ein bisschen Zeit spart, aber auch nicht so extrem viel. Ja, uns fehlen dann immer noch die Flippers. Wenn Annie den, wenn Dragon tatsächlich gleich den Hammer aus Hype Cave oder so zieht, fehlen uns immer noch die Flippers. Und die können nun wirklich fast überall sein. Außer in Ice oder in Swarm. Und natürlich Fragezeichen der Schrödingers Cane. Ja, denn das ist etwas, was man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat, als noch nicht ganz erfahrener Runner. Wir brauchen den Cane ja für GT, für die rechte Seite. Und falls sich da der Big Key versteckt, werden wir den Cane früher oder später finden müssen. Natürlich mit dem Spiegel kann man eine ganz angenehme Route fahren, alles gleich mitnehmen und auch das Bombos-Tablet checken. Und na, Dragon nimmt sich sein Schwert nicht mit, möchte wohl noch warten. Das ist interessant. Also spätestens jetzt, wenn ich weiß, wo das Tempered ist und ich habe den Spiegel, hätte ich das auf jeden Fall mitgenommen. Weil auch wenn man keine Probleme hat mit Master Sword Ganon, das Tempered, die 20 Sekunden, die man dafür braucht, um es auf dieser Route einzusammeln, die holt es auf jeden Fall wieder raus. Wenn ja, kommen wir, das Tempered liegt oben auf der Bücherei. Und ich weiß nicht, welche Route man jetzt nochmal
haben könnte, das einen nochmal an der Library vorbeiführt. Oh, Flippers. Speziell, wenn man die Flippers gerade gefunden hat. Genau, wie der Chat schon anspricht, wir brauchen den Hammer für Turtle Rock. Wir kommen dort nicht rein ohne den Hammer. Jetzt ein bisschen, jetzt ist es tatsächlich so, der Hammer kann nicht mal in vielen Positionen sein. Wir haben nur noch die erste Chest in Swarm. Wir haben 3 Chests. Also ich meine mit Hookshot. Eis. Genau. Wir haben Hookshot Cave noch und natürlich Dark Dead Mountain. Mit den Mits ist das definitiv möglich. Allerdings damit dürfte es doch relativ klar sein, dass Turtle Rock heute komplett ohne irgendetwas ist, was uns hilft. Ja. Jetzt kommen wir natürlich wieder aber auf unser Meyerplay zurück. Ja, die eine Unbekannte. Was? War das Some Compass? Compass End? Waren das Some Arrows? Ich war der Meinung, irgendwas in der Richtung gelesen zu haben. Also da war irgendwas mit Some, genau. Also es war auf jeden Fall kein Big Key. Jetzt haben wir natürlich noch Maya Shatter, ne? Maya Shed, Checkerboard Cave, aber Maya selber mit nur noch einem Item, was irgendwie attraktiv sein kann. Ich frage, wo ist, also haben wir natürlich Hammer Go Mode blockiert ein vieles an sich. Ich meine, wir haben den Mushroom auch gefunden, also potenziell ist auch unsere Hexe möglich. Der Hammer fliegt schon mal nicht vom Himmel auf unseren Kopf. Vielleicht auch besser so, kann doch sehr weh tun. Und beide checken hier tatsächlich die erste Kiste in Swarm. Eieiei. Aber jetzt ist die Frage, also, was würdest du in dieser Situation tun? Würdest du jetzt Eis gehen, wo Dragon vielleicht hingeht? Ich meine, wir müssen eh rein und so viel Chests in Eis können den Hammer nicht beinhalten. Denn mindestens die beiden Items und die beiden Chests auf der rechten Seite, die mit dem Hammer gelockt sind, können natürlich nicht den Hammer beinhalten. Vom Go-Mode weicht die Route dann durch Eis nicht so viel ab. Ich weiß es nicht. Purple Chest hatte nur Trash, das wissen wir. Meine Route wäre tatsächlich jetzt Maya Shatter und Dark Dead Mountain. Wäre wahrscheinlich auch mein Play gewesen. Ziemlich sicher in dieser Reihenfolge. Das sind die schnell, oder Maya Chat sind die schnellsten Checks, die man mal eben kurz einbringen kann. Man kriegt auch die Informationen, was man theoretisch für Maya als Medaillon gebraucht hätte. In Annies Fall nicht mehr relevant, da er alle 3 schon hat. Für Dragon wäre es vielleicht noch eine Option zu wissen, was er denn bräuchte, falls er in Maya rein müsste. Okay, Dragon, sehr interessante Route, muss ich zugeben. Hat ja ein bisschen Zeit verschwendet. War vielleicht schon auf dem Weg nach Pott für den Vanillahammer, hat sich gedacht, dann erstmal nochmal gedacht, naja, erstmal noch den Pilz checken. Und hier sehen wir Maya Shatter. Also das Medaillon kann uns ziemlich egal sein, denn wir haben alle 3 im Besitz. Ja, in Annies Fall zumindestens. Dragon, wenn er das Potplay macht, würde dann auch letztendlich Bombos finden, aber noch hat er es nicht. Und hier sehen wir das Play, jetzt macht Dragon natürlich das, was Annie schon getan hat, auf der Suche nach dem Hammer. Er geht Pot und wird ihn genauso clearen wie Annie, das heißt, die Zeit
die Andy dort vermeintlich verloren hat, verliert es auch Dragon. Und jetzt kann es sich natürlich drehen, wenn Andy schneller den Hammer findet. Oh. Denn er hat nicht Tiefsprung gemacht. Ja, sieht man jetzt auch nicht unbedingt alle Tage einen Gomo Thieves Town. Man spart sich dann auch wirklich nicht so viel, aber theoretisch kann man sich in der Front ein paar der Truhen sparen, wenn man die Big Key sehr früh findet. Ja, wobei sich Pot meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr schwer geworden lässt, weil natürlich der Big Key, ich weiß nicht, gefühlt zu 90% hinten befindet. Ja, doch sehr. Also ein Pot-Go-Mode ist doch sehr oft im Prinzip, ich habe Dark Maze nicht gemacht. Und da ist der Hammer zusammen mit dem Buttersword in Super Bunny Cave für Andy bei 1 Stunde 6 Minuten und ja, 3 der 4 Sekunden erreicht er den Schrödingers Go-Mode. Ich wollte gerade sagen, ich will noch kein Go-Mode ausrufen. Es ist ein bisschen Schrödingers. Ich bin mal gespannt, wie sich die Runner verhalten, ob sie jetzt wirklich 100% den Go-Mode auch durchstiefeln werden. Es macht den Anschein, denn hat Andy Checker Bookshot Cave gemacht? Ich glaube, er war sich kurz am Überlegen, hat es dann aber gelassen. Weil das sah mir doch nach einer sehr schnellen Entscheidung dazu aus. Okay, jetzt finische ich Pot. Ich meine, bei Pot ist es natürlich so, du hast Pot schon leer geräumt. Also, ob du jetzt im Go-Mode bist oder nicht, das ändert nichts daran, dass du einfach zu Helma durchgehst. Aber es ist jetzt die Frage, vielleicht mag der Chat ja auch ein bisschen mitdiskutieren, wie hoch der Chat auch die Gefahr einschätzt, dass Somaria doch noch benötigt wird. Also ich meine, Somaria kann sich nicht in Turtle Rock befinden. So viel wissen wir. Es ist nur noch ein Item in Maya, was potenziell das Somaria sein könnte. Durch Eis müssen wir eh noch durch. Ist nur die Frage, Go-Modest du Eis und lässt alle Checks zurück? Also mit dem Layout, wie wir es im Moment haben, würde ich es definitiv tun. Und einfach darauf bauen, dass mit den ganzen Truhen, die auch noch in GT jetzt verfügbar werden, wenn der Kane überhaupt benötigt werden sollte, dass er sich spätestens in GT finden lässt. Hookshot Cave wäre vielleicht noch so eine Sache, die man mitnehmen könnte, als Sicherheit auf dem Weg. Aber Eis, ich würde es riskieren. Allerdings bin ich auch von der Execution her noch nicht so stark. Das wäre eher vielleicht so ein Gamble, wo ich sagen würde, okay, damit kann ich Zeit gut machen. Wird interessant zu sehen sein, ob die Runner sagen, nee, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ja, aber nicht nur du bist ja daran interessiert, Zeit gut zu machen. Ich glaube, auch ein Talane denkt natürlich darüber nach, wie er Zeit spart. Hammer war Super Bunny Cave. Ich meine, wenn Dragon jetzt seinen Hammer holt, er hat aktuell noch den Thieves-Town-Vorsprung. Und Thieves-Town dauert auch im Go-Mode halt so lange, wie er dauert. Das, ne? Ja. Thieves-Town. Der Go-Mode ist tatsächlich, man kann sich vielleicht in der Front 2 Kisten sparen und man muss im hinteren Teil
die Kisten nicht mehr aufmachen. Aber das ist so gut wie alles, was man sich sparen kann in Thiefstown. Und Dragon ist ja im Hammer gar... Also es wird interessant. Es ist knapp. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es ist noch gar nichts entschieden. Aber was jetzt auch für Dragon nochmal interessant ist, er wird sein Tempered jetzt hier finden. Und dementsprechend kann ich mir nicht mehr vorstellen, selbst wenn er nochmal bei Thiefstone vorbeigeht, dass er sich das Buttersword tatsächlich nochmal aus der Library holen wird. Und auch Dragon, 1:10, da ist der Schrödingers kein Go-Mode. In der Jack-Tuck-Shot-Cave. Mal sehen, ob wir hier einen Kane finden. Nur 10 Pfeile in der Boots-Chest. Da ist der angekündigte Kane of Burner, für den wir tatsächlich einen Hint hatten. Das ist aber die falsche Farbe. Es ist die falsche Farbe. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, wenn Annie sich noch an den Hint erinnert, falls er ihn gelesen hat, um Hookshot K vielleicht auch nicht mehr zu machen, wenn er weiß, okay, da ist eh schon ein Item weniger drin, das er benötigt. Also Annie zieht auf jeden Fall durch. Annie zieht auf jeden Fall durch. Genauso wie Dragon. Ich kann es absolut verstehen. Du weißt nicht genau, wo der Gegner ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Somaria... noch wichtig werden kann, wenn er nicht noch auf dem Weg irgendwo auftaucht, ist jetzt schon sehr, sehr gering. Das heißt, das wäre nur ein Gamble, das man eingehen würde, wenn man sich extrem weit hinten fühlt und einen Big Key auf der rechten Seite benötigt mit dem Kane, der in einer ekelhaften Position versteckt ist. Es reicht schon, Talroom, ja. Wie gesagt, wir sehen hier jetzt noch 2-3 Dungeons im Go-Mode von beiden Runnern. Hier kann man auch mal schön, auch schön, dass wir zeigen können, ein Eis im Go-Mode, denn natürlich, ich weiß nicht, wie da genau die Zeiten sind, aber auf jeden Fall halb, wenn nicht sogar dreimal so schnell geht, wie wenn man ihn voll cleared. Eis im Go-Mode, wenn man den Bomb-Jump beherrscht, geht sehr, sehr fix. Und auch ein Swarm, okay, da würde ich sagen, tatsächlich ein Swarm vielleicht auf dem Weg, die ein oder andere Chest, das denke ich, kann man noch vertreten. Ja, also der Klassiker ist halt die Chest auf dem Weg zum Boss, wo man durch den Raum eh durch muss, wo man nur den Block hochschieben muss. Da macht es eigentlich keinen Sinn, die auszulassen, weil die 2 Sekunden hat man dann doch immer. Interessanter wird es zu sehen, ob jemand sich dafür entscheidet, noch den Rundgang unter der Big Chest die Truhe mitzunehmen oder die 2 gefluteten Truhen. Ja, wobei die 2 gefluteten, da würde ich mir die Zeit tatsächlich auch noch nehmen, vielleicht. Sind wir mal gespannt, wie sich beide Runner verhalten. Hier erstmal der Butterfight gegen unsere Fluschelwuschels-Puschels. Buttersword, Fire Rod, Half Magic. Colts, der hatte nie wirklich eine Chance. Dragon jetzt auch hot gecleared. Ärgert sich vielleicht ein bisschen, dass er zuerst hier hingegangen ist und nicht nach Dead Mountain. Ja, aber es ist eine ähnliche Anzahl an Checks und wenn der Hammer sich tatsächlich in Pot befindet, dann hätte man einen viel angenehmeren Pot-Run, wo man eh nur einmal rein müsste. Vielleicht da sogar noch Truhen gespart hätte.
Das sind so Entscheidungen, die kann man in beide Richtungen argumentieren zu machen. Und es ist dann immer ärgerlich, wenn es falsch ist, wenn man das andere nötig gewesen wäre. Und wenn es richtig ist, dann freut man sich halt. So, Andy holt hier Thiefstown nach. Mal sehen, ob er auch alle Chests einfach liegen lässt oder vielleicht noch auf Somaria hofft. Dann kann man in der Tat so ein bisschen einschätzen, wer weiter vorne ist. Oder wer jetzt doch vielleicht um eine Minute die Nase vorn hat. Auch Andy findet jetzt seine Redmail. Ich meine, er ist noch immer nur auf 9 Herzen. Das ist schon nicht mehr ganz so viel. Und auch wenn sie nicht unbedingt nötig ist, kann die Red Mail vielleicht hier nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit geben. Oh, und... Ja. Annie interessiert sich für keine weiteren Truhen. Will Thiefstown, Gormon, soweit es ihm auch nur möglich ist. Wobei man, ich glaube, in Thiefstown nicht von Gormon reden kann. Es ist nicht wirklich viel Unterschied, ähnlich wie in Turtle Rock. Wobei du da in dem Go-Mode dir oft noch die Laser Bridge ersparen kannst, aber ansonsten musst du auch da fast immer den Dungeon projektieren. Aber Thiefstown. Die Truhen stehen eigentlich überall da, wo du eh langlaufen musst. Na eben, eben. Glücklicherweise. Ja, das macht Thiefstown immer auch sehr attraktiv, relativ früh im Spiel, weil man sowieso, wenn man den Dungeon machen muss, an den meisten Truhen vorbeikommt. Und man keine Zeit verliert, wenn man die Sachen checkt, bedeutet halt im Umkehrschluss aber auch, dass ein Go-Mode eben halt nicht viel Unterschied macht. Ja, und wir sind ja definitiv auf Dragons Seite. Er interessiert sich für einfach keine weitere Truhe. Er stiefelt durch, zieht komplett durch. Das ist Go-Mode. Ja. Beide Runner kennen sich natürlich auch schon ein wenig. Und wenn sie wissen, okay, sie sind auf einem ähnlichen Niveau und das Gefühl haben, okay, so viel Möglichkeiten hat uns der Seed jetzt tatsächlich nicht geboten. Mein Gegner wird doch wahrscheinlich nicht sehr weit hinter mir sein, wenn er nicht eh vor mir ist. Dann kann natürlich jetzt jede Sekunde Zeit, die man in so einem Execution Race spart, am Ende ausschlaggebend sein. Beide starten gleichzeitig ihren vorletzten Bossfight. Ja, beide haben den Hammer gefunden. Auch Annie ein bisschen Problem mit dem Script bei Blind. Beide gleichzeitig ihren vorletzten Kristall in Händen. Ja, aber dann... Ja, ich meine, darf ich jetzt ein bisschen gemein sein? Oh, bin ich immer dafür, nur zu. Wenn ich meine sadistische Seite auspacken darf und einfach sage, dass jetzt Left Side Swarm der Somaria ist, der natürlich für Right Side benötigt wird. Oh, das gefällt mir. Das möchte ich jetzt tatsächlich sehen. Ich meine, nach meinem Seed gestern, wo Vanilla Flippers zu Puder in Waterfall Ferry geführt haben, damit man die Mondperle von der Magic Bed kriegt. Uiuiui. Ja.
Und natürlich war dann Fire Rod in Mimic Cave für Crystal Turtle Rock und Crystal Swamp. Skywoods meine ich. Von daher. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier bei beiden Runnern, schon im siebten Crystal. Möchtest du so ein paar Zahlen erklären, die wir gleich im Chat sehen, oder? Gerne doch, denn wir spielen ganz gerne ein Spiel, sobald wir den Turm von Garnon erreichen, müssen wir uns auf die Suche machen nach dem Big Key. Und es gibt 22 Positionen, wo er sich befinden kann, und wir raten ganz gerne, an welcher dieser 22 Positionen sich der Big Key befindet. Das heißt, sobald unser Tracker das Spiel startet, könnt ihr eine Zahl zwischen 1 und 22 in den Chat eingeben, um euren Tipp abzugeben. Und solltet ihr ein Supporter der Speed Gaming Channels sein, das heißt ein Abonnement bei einem der Channels dagelassen haben oder mindestens 250 Bits gespendet haben, dann habt ihr die Chance, auf unsere Rangliste zu kommen. Ruhm und Ehre auf dem Leaderboard. Jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Also Dragon wird auf jeden Fall früher bei Cold Stair sein als Annie bei Argus. Weil das wird sich nur maximal eine Minute handeln. Hätte allerdings, wenn das GT-Routing dann natürlich zwangsweise auf Left-Side gepolt sein wird, denn wir kommen mit dem Kane nicht anders hin. Autsch. Autsch. also, das ist Officially Go Mode in allen Varianten. Das tut weh. Das tut sehr, sehr böse weh. Das ist auch eine der Truhen, die ich tatsächlich noch gecheckt hätte. Denn man kommt hier in dem Raum eh vorbei und die 5 Sekunden kann man sich noch nehmen. Eieieiei. Ich meine, jetzt kann man nur für Annie hoffen, dass der Big Key nicht Right Side ist und dass Dragon erstmal Right Side geht. Oh. Das tut. Oh, Dragon muss ja aufpassen. Einmal kuscheln mit den Fluschels und es ist aus. Ja, soweit ich mich erinnere, hat er seine Fee noch nicht verbraucht, die er ganz am Anfang des Spiels in Kakariko eingesammelt hat. Von daher sollte er da noch ein bisschen Sicherheit haben, aber es kostet natürlich auch immer ein paar Sekunden Animation. Das heißt, unser Tracker kann jetzt das Startsignal reinhauen, da kommt's auch schon. Ich nehme da mal die 8. Aber es ist auch nur ein Unterschied von 30 Sekunden, also es ist nicht viel. Nein, es ist definitiv nicht viel, aber der Kane kann jetzt die Entscheidung sein, die das Rennen komplett auf Dragons Seite kippt oder vielleicht noch mal viel spannender macht. Dragon nimmt auch den Weg hoch durch die Dark World. Ja, wie Kato anspricht, mein Routing für Dragon kann natürlich sein, wenn Dragon jetzt Right Side checkt und der Big Key da nicht ist, das kann Ende noch mal ein bisschen Zeit geben. Denn auch wenn Right Side die ersten 4 Kisten doch relativ zügig geht, es sind 2 Minuten circa, die du verlierst. Ja, das ist genau die Zeit, die Annie braucht, um nochmal aufzuholen. Es wird interessant sein, ob Dragon sich jetzt mit dem Kane vielleicht für Dark Magician Strats entscheidet. Dass er erst links geht, guckt, ob der Big Key nicht doch vielleicht sehr früh links ist und dann aber das Gamble eingeht, dass er doch rechts ist. Und
sollte Dragon Rightside gehen und Annie den Big Key früher finden, wir werden mit Dragon zählen. Dann ist das Spiel aber auch jetzt zu Ende. Es können keine Tipps mehr abgegeben werden. Nummer 1. Und Dragon fängt schon links an. Interessant. Genommen. Möchte der Dark Magician tatsächlich durchziehen? Das wird interessant. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4 und Nummer 5. Oh, das sieht danach aus. Sieht nach einem Dark Magician aus. Oh, jetzt wird's spannend. Hope Room, beide fast zeitgleich drin. Oh, jetzt kommt der Sing. Eieiei. Nummer 6 und Nummer 7 sind es nicht. Also muss ich aufpassen, dass ich bei Dragon richtig mitzähle. Wir sind bei Dragon bei Nummer 7. Das habe ich richtig. Ja, 5 links und dann die 2 rechts. Oh, interessant wird jetzt zu sehen sein, noch ist der Big Key hinter Ice Armors? Und wenn ja, geht Dragon Strike full right. Macht er etwa den Kermit? Macht Dragon den Kermit? Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10. Oh. Oh. Das ist jetzt Glück für Annie. Das ist pures Glück für Annie jetzt. Und er geht Full Right Side zu Ende. Würde ich in diesem Fall jetzt auch machen. Denn das ist die einzige Chance noch, falls dein Gegner tatsächlich Somaria nicht nachgegangen ist. Und aber ähnlich zeitgleich auf war. Dass du nochmal auf Ice Armus gehen mal, oder die Ice Armus nochmal ungefähr zeitgleich erreichen kannst, wenn nicht ein Stück vorher. Oh, Annie. Dann sucht dir die Boomerang-Strat. wir waren jetzt 11, ne? Dass ich immer. Genau. Es wird jetzt Nummer 12, Bobs Chest. Hallo, Bob. Nummer 12 auch nicht. Oh, und jetzt wird's spannend. Beide zeitgleich in ihren 13. Den jeweiligen Räumen. 14. 15. Oh. Ist es der Tyler Room oder ist es der Randall Room? Was soll das sein? Nein, es ist der. Oh mein Gott, es ist der Tyler Room! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und das bedeutet, der Kane ist required, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Weil zum Tyler Room brauchst du den Kane. Das ist Rip Annie. Oh Mann. Ach du. Oh Mann. Oh mein Gott. Ist der Tyler Room. Oh. Rip Annie leider. Rip. Das ist böse. Das ist einfach nur bitter. Ja, ich glaube, wir können die 22 schon confirmen als Gewinner dieses Races. Ja, wir haben alle Truhen gesehen. Und Eddie wird jetzt feststellen,
Ich habe nur noch zwei Möglichkeiten. Und wenn es die nicht sind, habe ich ein Problem. Genau, denn du hast keinen Samaria-Stab, mein Guter. Wo suchst du jetzt? Das ist die Frage. Wo gehst du nach dem Kane auf die Suche? Ja, und jetzt... Er hat noch Hookshot Cave. Das ist die verständliche Suche, die man nochmal machen kann. Das würde ihm noch am wenigsten Zeit kosten, wenn er jetzt hier gewesen wäre. Aber dann hat er Swamp Left Side offen, beziehungsweise alles, was er in Swamp auch ausgelassen hat. Er hat Eis noch offen, wo der Kane letztendlich war. Ja, aber ist die Frage, wo fängst du an? Ne? Gehst du Swamp? Gehst du Eis? Guckst du vielleicht doch in Maya? Nee, Maya würde ich nicht machen. Das ist nur das eine Item. Durch den Hint. Ja. Spike Cave ist vielleicht noch die Option, während Dragonstrike seinen Big Key letztendlich gefunden hat. Das mit dem Cape, es ist einfach ein kleiner Glitch, dass das Spiel überfordert ist, wenn du praktisch drei Sachen gleichzeitig tust. Du aktivierst das Cape, du hältst dich an der Wand fest, das überfordert das Spiel, das heißt, du verbrauchst nicht nur keine Magie, weil das Spiel einfach nicht damit umzugehen weiß, ja, sondern es passiert dann halt auch nichts. Das ist so ähnlich wie bei einer Strategie, die man bei Witcher gerne mal sieht, mit dem Cape. Wenn man ganz schnell das Schwert schlägt, verbraucht man wesentlich weniger Magie, da solange der Schwertschlag ausgeführt wird, kein Magieverbrauch genau passiert. Oh, sehen wir hier noch die letzte Truhe in Thiefstown. Checkt auch mal das Chest Game, was er nicht gemacht hat. Er hat Chest Game geskippt, habe ich gar nicht mitbekommen. Hatte er nicht schon den Gomo Thiefstown? Deshalb würde ich auch Outcast-Checks für ihn einfach nicht mehr attraktiv waren. Wenn hier natürlich der Kane gewesen wäre, ich glaube, dann hätte er sich richtig in den Popo gebissen. Ich glaube, das hätte er jetzt so oder so, weil egal wo der Kane gewesen wäre, hätte er sich sehr drüber geärgert. Vielleicht noch, wenn er in Spike Cave wäre, hätte er sich weniger drüber geärgert, aber... Doch, beide Runner haben Desert Palace gemacht, soweit ich weiß. Das ist. Annie hat sich das mit der Jorba nicht abgeholt. Oh. Der Herzcontainer ist runtergefallen und er ist dann sofort gemirrored, weil er nicht die einsame Sequenz abwarten wollte. Ja, auch das sind so ein paar Sekunden, die man immer sparen kann. Weil wozu ein Pendant einsammeln, das man eh nicht brauchen wird? Wenn man auch einfach den Dungeon verlassen kann. Ja. Annie operiert mal wieder mit allen seinen Herzen. Lebt am Limit, aber weiß, dass er auch hier nochmal einen Easy Refill sich holen kann. Ja, das, damit Annie das noch... Also ich glaube, das gibt Dragon nicht mehr her. Also das kann ich mir nicht vorstellen, was da noch alles schief gehen muss, damit Dragon das jetzt noch verliert. Also da braucht er jetzt irgendwie mit Fee irgendwie trotzdem den Agar 2 tot, dass er den kompletten Turm nochmal hochklimmen muss.
muss noch 30 Mal bei Ganon runterfallen, alle seine Silvers verballern. Und selbst dann sollte er es immer noch schaffen können. Na, kommt drauf an, wie schnell Annie jetzt Sanse Maria abholt. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wird erstmal alle Overworld-Checks ausreizen, die er noch irgendwie zu machen hat. Auch wenn er sich hoffentlich daran erinnert, dass Purple Chest tatsächlich nichts hat. Während Drang hier eine schnelle Mathe-Stunde absolviert hat, Mathe zu mitnehmen, Mathe to go. Interessante Weisheit heute von Ganon. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Die ist für mich das erste Mal gewesen. Vielleicht eine der neuen, die dem letzten Update dazu kam. Da war ja, ich glaube auch. Da war ja die Rede von hinzugefügten Quotes. Ganon-Weisheiten bitte, also Rahlen. Ja, Annie macht das Maya Play. Für ihn noch eine der Optionen, wo er sagen könnte, okay, das ist ein Dungeon, in den musste man nicht unbedingt rein, wenn Kane jetzt Vanilla versteckt ist, bin ich vielleicht nicht ganz so weit behind. Kriegt nicht das Triple. Und das GG für Dragonstrike mit einer offiziellen Zeit von 1:37:13. Geht damit eine Runde weiter ins Loser Bracket und wird gegen den Gewinner von Yoshi und Shibahe spielen. Wobei du damit natürlich das Gewinner-Bracket meinst. Ja, das Gewinner-Bracket natürlich. Schauen wir mal, ob wir ein Interview ranbekommen. Wo ist er denn? Annie findet heraus, dass das heute ein Gottmeier gewesen wäre. Ja, es tut mir leid, das ist natürlich das Winner Bracket. Können wir noch kurz gucken, welchen nächsten Gegner Annie denn hat? Annie spielt gegen Silo, okay. Und wir kriegen leider kein Interview von Dragon. Leider nicht. Mhm. Aber Dragonstrike ist hier kurz im Chat. Nochmal GG, Dragon. GG. Ja, dann komm, ja, du Hirte, dann komm noch kurz zum Interview. auf.
Ja, der Somaria. Ja, der war Ennis tot. Man kann es einfach nicht anders sagen. Das war ein sehr, sehr bitterer Sieg. Letztendlich für ihn. Und es war ja nicht mal eine Truhe, die so ein bisschen abseits des Weges lag, sondern sie lag ja wirklich einfach nur da. Annie war ihr wirklich so nah. Also es hätte wirklich so spannend sein können. Man hat gesehen, beide waren von der Execution gleich, beide haben sich wirklich nichts gegeben. Beide hatten auch zum Teil wirklich dieselben Gedanken. Also es war größtenteils einfach, dass beide denselben Gedankengängen gefolgt sind. Ja, und wenn jetzt der Bikin beispielsweise hinter Eisarmus gewesen wäre, dann wäre es ja trotzdem nochmal recht spannend geworden, einfach weil dann trotz der verschiedenen Routings am Ende sie nicht weit auseinander gewesen wären. Aber es war dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass in 5 von den 22 Truhen der Big Key war, wo der Somaria gebraucht wurde. Ja. Das ist eingetreten und... Ja, wir haben es auch, Dragon, falls du noch da bist, wir haben es wirklich heiß und her diskutiert. Dieser Schrödinger Kane, wir haben diskutiert und dann hast du ihn tatsächlich auch aufgehoben. Mich hätte halt nur interessiert, ob du tatsächlich weiter nach dem Kane gesucht hast oder ob du auch Annies Wege gegangen wärst, wenn du ihn nicht gefunden hättest. Einfach gehofft, ich brauche den Kane nicht. Ja. Annie holt jetzt alles das nach, was er tatsächlich Go-Moden hätte können, ja. Und auch zu Recht gegomodet hat. Also Dragon, du warst tatsächlich, also ihr wart super gleich, du hast den Hammer halt ein bisschen später gefunden, aber du hattest dafür auch schon Tiefstone geklärt, also ihr wart einfach so even, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten paar Minuten noch zugeguckt hast, ihr wart praktisch gleichzeitig GT. Ja, mit einem Unterschied von vielleicht 30 Sekunden. Es war ein bis dahin wirklich sehr, sehr spannendes Race. Und die Entscheidung ist in einer Weise gefallen, die wünscht man keinem Runner. Nee, das ist einfach das... Da hat der Rando wieder zugeschlagen. Das ist natürlich auch immer bitter, wenn man dann wegen sowas verliert und wenn man dann vielleicht sogar hinterher im Wort sieht, man hätte gewinnen können. Also es war wirklich super, super knapp. Stimmt, das ist noch eine interessante Frage, die Kermit dann anspricht. Warum das Schwert auf der Library nicht so früh mitnehmen? Wenn man eh weiß, dass es da ist. Ja, das hilft was. Okay. Kein Butter für Dragon. Auch kein Interesse an Temper. Heute ein Interview der besonderen Art per Chat.
Ja, also nochmal Gigi hier an Dragon, folgt ihm auch auf seinem Kanal. Er ist, wie gesagt, eine Runde weiter im Winner's Bracket. Wartet auf seinen nächsten Gegner, der Yoshida Shiva Haze heißt. Während es für Ende schon Silo gegen Silo gehen wird. Ja, wir begleiten hier Andy noch auf seinem Such nach Somaria. Und er geht wirklich alle Checks ab, die es nicht sind. Nochmal komplett mit Left Side Swarm. Vermutlich. Andy? Ja, er weiß natürlich, dass er schon verloren hat. In diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem. Die Spannung ist vielleicht ein bisschen raus. Aber trotzdem, trotzdem Shoutouts an Andy, dass er das hier durchzieht. Das definitiv, also. Nach so einem Seed, wo du weißt, du hast genau ein Item irgendwo vergessen. Ja, und da natürlich ist immer die Frage, wo fängst du an, ne? Du hast so viel geskippt und da gibt es kein richtig oder falsch, wo du anfängst. Und ich meine, hätte er jetzt gleich mit Eis angefangen, wäre seine Zeit, mit der er dann beendet wird, noch ein bisschen besser, aber ne, es ist halt die Frage, wo fängst du an? Er kann halt überall sein. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat zu suchen, war das Race natürlich noch nicht vorbei und da kann ich seine Entscheidung, den Maya-Check noch zu machen, durchaus nachvollziehen, weil das noch einer der Checks ist. Da ist man auf dem Weg bisher nicht vorbeigekommen und wenn er da gewesen wäre, hätte er vielleicht noch eine Chance gehabt, weil das hätte dann auch Dragon machen müssen. Und das hätte ihm vielleicht noch am wenigsten Zeit gekostet, selbst wenn Dragon das vor GT gemacht hatte. Nee, Fledermaus, ich glaube, Andy ist sich tatsächlich sehr bewusst, dass er Eispilles rundum gegomodet hat. Ich glaube, dessen ist er sich hundertprozentig bewusst. Das hat man ja auch vor allem im Thiefstown gesehen. Normalerweise gibt es ja überhaupt keinen Grund, einen Großteil der Truhen im Thiefstown zu skippen. Weil sie sind halt einfach da, aber Annie hat auf seinem Weg durch Thiefstown halt nicht mal die vierte Kiste in der Front aufgemacht, nachdem er den Big Key gefunden hatte. Das heißt, ja. Er hat einfach absolut gar nichts mehr geöffnet, sobald er im vermeintlichen Go-Mode war. Ich glaube, er geht jetzt einfach nur stumm von A nach B die Locations durch, also einfach von rechts nach links, von oben nach unten, wie auch immer, also ja, also er will zumindest noch wissen, wo war denn jetzt der Kane? Was war das, was ich übersehen hatte? Weil ein weiteres Beispiel dafür wird man auch gleich noch sehen. Die letzte Truhe auf dem Weg zum Boss, auch die hat Annie ausgelassen und das ist normalerweise so. Eine von den Truhen, wenn du noch mit auf Master Sword unterwegs bist und aber schon auf dem Weg im Go-Mode, wirst du die Truhe trotzdem noch in den meisten Fällen checken. In der Hoffnung, dass du vielleicht noch ein schnelles Schwert abgreifst. Aber das hat Annie halt komplett weggelassen. Alles. Aber Andy hat auch gleich nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich denke, sein nächster Step wird tatsächlich auch Eis sein. Ja, er hat, glaube ich, alle Overworld-Locations zuerst gemacht, hat dann noch die Dungeon-Dips nachgeholt, die er ausgelassen hatte. Angefangen mit Maya, dann mit Thiefstown. Jetzt Swamp und ich glaube, jetzt bleibt ihm tatsächlich nur noch Eis über. In Turtle Rock kann er ja nicht sein. Genau, Maya haben wir soweit geklärt. Ich glaube, da hatten wir auch beide Items raus, wenn ich mich nicht irre.
Wir haben, glaube ich, oder Annie hat, glaube ich, nur ein Item geholt, aber sie haben beide den Meyer-Hint gelesen, dass das zweite Item auf der Firelock-Seite, ich glaube, Some Arrows waren. Oh, natürlich, natürlich. Annie, dann so Maria ganz nah, ganz, ganz nah. Aber also dazu werden wir natürlich auf jeden Fall gleich befragen. Ich bin mal gespannt, ob er gleich auch Rightside geht oder vielleicht auch gleich den Teller Room mitnimmt. Ist die Frage. Ich meine, verloren hat er. Es ist jetzt höchstens noch für irgendwelche persönlichen Zeiten, die er sich setzen will. Interessant, ob Zeit jetzt nun Sinn macht oder nicht. Ich meine, in dem Fall, dass das Race noch laufen würde, hätte ich wahrscheinlich erst die vier Truhen hinten genommen, einfach aufgrund der viel höheren Chance, dass der Schlüssel sich da befindet. Was er jetzt so in einem bereits verlorenen Race macht, das vermag ich nicht zu sagen. Ja, ich glaube auch, dass ich Annie ziemlich in den Hintern beiß, gerade besonders, wenn jetzt gleich so Maria finden wird. Ja. Das definitiv. Aber ich weiß nicht, das wird auch eine interessante Frage sein, die wir Annie gleich stellen werden, ob eigentlich mit dem Wissen, ich brauche so Maria, ob man dann eigentlich schon sagt GG, also ob man dann schon weiß, okay, das war's, ne? Das war's tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Situation vielleicht nicht schon gemacht hätte, einfach, man weiß ja nicht, wo der Somaria war, und es hätte ja durchaus sein können, dass er Vanilla in Meyer gewesen wäre, wo es eigentlich keinen Grund gab, reinzugehen. Man geht natürlich meistens davon aus, dass der Gegner dann doch immer noch den einen Check gemacht hat, den man selber nicht mitgenommen hat, aber solange das Race nicht zu Ende ist und man es nicht weiß, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dann schon sagt, okay, GG. Ja, hier haben wir eben kurz den Zeitpunkt gesehen, wo er das GG von Dragon im Chat gesehen hat. Holt sich nochmal den Magie-Refill. Oh. Ich glaube, das ist auch einer, den Refill kennen wahrscheinlich nicht so viele. Kommt man immer mal wieder drüber bei etwas neueren Runnern, dass die den praktischen Full-Magic-Refill hier nicht auf dem Schirm haben. Man sieht ihn halt auch relativ selten, weil er meistens nicht gebraucht wird. Aber es ist natürlich immer eine sehr angenehme Möglichkeit, nochmal Magie aufzufüllen, auch wenn man zu Turtle Rock gehen möchte.
Hallo. Ja. Gigi Andy. Ja, Gigi. Darf man überhaupt fragen, wie es dir geht? Ja, man fragt sich halt immer, woran es gelegen hat, ne? Ich glaube, man weiß, woran es gelegen hat. Ich meine, du, es ist ja kein Geheimnis, dass du uns jetzt schon ein bisschen zuschaust. Erstmal, also, was war dein Gedanke, als du ohne Somaria erstmal hoch bist? Hast du gehofft oder hast du sozusagen Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet oder? Ja, es sind halt 5 Chests, an die ich nicht rankomme. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der da drin ist, dass es dann halt am Ende Tile-Rooming ist ein bisschen unlucky. Kommt halt immer drauf an, ich habe jetzt nicht gesehen, ob Dragon die Kiste einfach random aufgemacht hat, aber ohne Hammer im Eis drin war, oder wie er das gemacht hat. Nee, das. Er hat tatsächlich, er hat sowohl Swamp als auch Eis gegummutet, aber hat halt noch die Truhen, die halt so wirklich auf dem Weg klangen, einfach noch mitgenommen. Und ist dadurch ja zufällig auch über den Somaria-Stab gestolpert. Hast du dir dann den Hintern gebissen und gesagt, hätte ich den mitgenommen? Also, wie sehr hat dich das geärgert? Mich hat eigentlich eher geärgert, als er dann vor mir fertig war. Dass das Ding da drin ist, ist halt ja, unglücklich gelaufen, aber ich hätte es wahrscheinlich in keinem Fall aufgemacht. Ich weiß ja, dass er einfach von der Execution einen Ticken besser ist und wenn du dann halt nicht einfach die Zeit rausholst, also versuchst rauszuholen, die du rausholen kannst, dann hast du ja lieb. Hast du gehofft, Dragon, ist das gleiche passiert wie dir? Ja, aber das hat sich dann relativ schnell erledigt gehabt, als er fertig war. Es ist halt wirklich ärgerlich. Du hattest den richtigen Call gemacht, du hast das Richtige gegomodet, halt leider wirklich komplett alle Truhen ausgelassen. Also nicht mal das, was auf dem Weg war, was man hätte vielleicht noch mitnehmen können, was vertretbar gewesen wäre. Und dann, ihr wart wirklich gleichzeitig in Chitty, also es hätte dein Race sein können, ne? Das ist sehr ärgerlich. Ja, das passiert halt. Keine Ahnung, wie viele Kisten noch offen waren. 50 oder so? Dass der dann halt genau da ist, ist unlucky. Gut, so 12 aus GT kannst du in der Turtle Rock kannst du abziehen. Ja, bis dahin. Hatte ich ja alles gemacht. Bis dahin, ja, ihr hattet auch wirklich die gleichen Ideen. Also ihr habt so ziemlich das Gleiche gemacht. Ja, ihr habt beide Desert Palace gemacht. Ihr wart beide ohne Hammer in Port, ne? Also so vom Gedanklichen her habt ihr euch nicht viel genommen, ne? Also es hätte sehr spannend werden können. Ja, es war bis zu dem Fund, dass der Biki tatsächlich Somaria-locked sein muss. Wart ihr praktisch gleich auf, vielleicht 30 Sekunden auseinander. Dann finden wir heraus, es ist der Tile Room. Ja, Mai, passiert halt, ne? Muss ich halt durchs Lower Bracket marschieren. Dein nächster Gegner wird Silo sein. Ja, den kenne ich leider nicht. Also ein gutes Gefühl oder denkst du dir, es wird nochmal ein richtiger Kampf? Also wenn ich den Gegner nicht kenne, dann gehe ich erstmal davon aus, dass ich einen Vorteil habe. Hier bin ich noch einmal relativ gut durchs Gauntlet laufen. Ja, das ist halt. Man fühlt als Runner selber auch mit. Und dann will man doch nicht. Auch wenn ich jetzt ein bisschen, ne? Im Interview muss man natürlich doch ein bisschen drauf rumdrücken, aber. Ich glaube, wir beide wissen, wie du dich ein bisschen fühlst, Annie.
Ja, ist halt so gelaufen, kannst du nicht ändern. Ich kann ja im Prinzip schon froh sein, dass ich überhaupt das dritte Game bekommen habe. Warst du denn trotzdem mit deiner Execution soweit zufrieden? Ich habe besser gespielt als in den ersten beiden Games, also sonst war ich okay. Für meine Verhältnisse. Das heißt für deine Verhältnisse. Ein schlechter Runner bist du definitiv nicht. Also. Ich mache halt viele kleine Fehler. Summiert sich irgendwas. Die macht auch ein Dragon Strike. Auch ein Talane. Der Talane vergisst höchstens mal den Somaria in Leftzeitsraum. Aber das passiert mir natürlich nicht. Da war ich nämlich. Das haben wir gesehen. Oh, da kam noch ein Trolldom vor. Eieiei. Da kommt noch einer. Uiuiui. Spoiler. Spoiler. Der Trolldom hat mich echt fertig gemacht. Da dachte ich, ich bin kurz nämlich mal auf Kage für eine Weile. Ja, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Mindgame, ne? Also, wenn man dann schon weiß, okay, man spielt ja eigentlich schon, man hat verloren, das ist ja dann auch so ein bisschen Mindgame. Und dann natürlich, wenn man sieht, okay, hätte ich Somaria mitgenommen, hätte ich das noch gewinnen können. Und das, ne, das, alles dieses Mindgame, was dann dazu kommt. Und dann ja, funktioniert... Ja, kommt es halt dann auch drauf an, wie er GT geklärt hat. Aber ich glaube nicht, dass er Tileroom als erstes gemacht hat. Nee, also, ja, er hatte zwar eine andere Route, mit weil Dragon so ein bisschen den Dark Magician gemacht hat, beziehungsweise er hat ihn gemacht. Aber das hätte sich von der Zeit, glaube ich, tatsächlich nicht viel gegeben. Also, weil ihr beide GT full cleared hättet. Also, es hätte sich tatsächlich nicht viel gegeben. Durchaus ärgerlich, ja. Ja, also wie Kermit aus dem Chat auch sagt, dass das, was du gibt, also natürlich, wenn man im Go-Mode ist, beziehungsweise ein Schrödingers Go-Mode hat, natürlich fängt man dann an zu skippen, ne? Das ist ganz klar. Also das bereue ich definitiv nicht. Würde ich wieder so machen. Komm, einmal ein paar Herzchen für Annie in den Chat. Kermit. Das ist ja echt nett von euch, danke schön. Auf jeden Fall, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Race, Annie. Es war trotzdem super spannend, euch zuzusehen. Einfach, dass GT, du ohne Somaria, Dragon mit Somaria und dann, ne, so knapp. Also es war auf jeden Fall ein super spannendes Race. Wir danken auch Dragon und dir natürlich für den Run. Folgt den beiden. Natürlich auch Shoutouts an Illus, der heute für uns getrackt hat. Auch an Ryan fürs Mitkommentieren. Ja, hat Spaß gemacht. Auch danke an dich, dass du es so super mit mir hier durchgezogen hast. Und ja, wir schauen uns natürlich noch an, wie Annie hier souverän Ganon ersilvert. Mit dem Torchglitch natürlich. Und dann geht es um 8.30 Uhr weiter mit dem nächsten Restream. Sollten sich denn noch ein paar Tracker und Kommentatoren finden, meldet euch an. Wir wünschen dir auf jeden Fall, Annie, viel Glück jetzt gegen Silo und einen Durchmarsch im Loser Bracket. Ja, danke. Ich glaube, ich kann sogar auf dich treffen, oder?
Ja, erstmal muss ich an Chief der Yoshi vorbei. Der Kampf wird nicht einfach. Schon. Der Kampf wird definitiv nicht einfach. Ich muss einfach davon ausgehen, dass du gewinnst. Das ist viel einfacher. So, Annie hat auch beendet mit einer offiziellen Zeit von... Müssen wir mal schauen. 2 Stunden 52 Sekunden. Also GG an dich, Annie. Nochmal GGs in den Chat. Ja, noch letzte Worte, Annie? Danke fürs Kommentieren und Tracken. Schönen Abend noch. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Tschüss.